Eine Mannschaft in Rot, die so gefährlich ist, dass sie im Käfig trainiert, und mittendrin ein Blauer, heute neutral in Schwarz. Juri Mulder, Co-Trainer beim FC Twente, aber auch Ikone des FC Schalke, in einer Situation, von der schon Goethe was ahnte. Juri, du hast mal mit deinem Vater Hamlet gelesen, jetzt ist aber mehr Faust. Ne? Faust. Faust ist in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das ist Faust? Ja, ja, das stimmt. In ein rotes und ein blaues Herz. Ja. Er ist immer noch der Alte, immer für einen Scherz zu haben, auch vor diesem ersten Mal, wo er gegen Schalke antreten muss. Seltsam irgendwie, oder? Eine seltsam schöne Geschichte. Ja, wenn man dann doch in Europa spielen muss, dann ein richtiges Derby gegen Twente. Hoppala, hat sich da einer versprochen. Eigentlich müsste er doch gegen Schalke sagen. Hier geht's Donnerstagabend zur Sache. De Grolsch-Feste, ausgebaut auf 30.000 für Twente, zusammen mit den Titeln der letzten Jahre, ein Quantensprung. Wo ich hier gespielt habe, habe ich in so einem kleinen Stadion gespielt. 6.000 Leute immer da, nur bei Topspielen mehrere Leute. Jetzt sind jedes Spiel sind 30.000 Leute da. Und es ist halt auch ein Stadion, wo die Fans, die singen und schreien, das kommt richtig rüber. Eng, klein. Die Hölle von Enschede eben. 2008 verlor Schalke mit Juri als Co-Trainer von Fred Rütten hier 1:2. Trotzdem verfestigte sich die Fanfreundschaft zwischen Tückers und Knappen. Für Schalke letztendlich und für uns damals, war ich bei Schalke auf der Bank, nicht gut ausgegangen, aber die Atmosphäre im Stadion, die ist mir beigeblieben. Und die viele Leute, also die Twente-Fans auch, ne? Es ist was Besonderes, dieses Spiel. 2008 war das auch dank die Schalke-Fans. Ne? Die haben, ich glaube, wir hatten dann verloren, ne, mit Schalke, aber die Schalke-Fans haben dann FC Twente einen Beifall gegeben nach dem Spiel. Und das sieht man nicht so oft. Man sieht auch nicht alle Tage, dass ein Trainerteam sich 20 Minuten lang die Kugel gibt. Die Stimmung ist spätestens seit dem sensationellen Sieg letztens in Eindhoven bestens. Ja, wir haben eigentlich immer viel Spaß im Training. Das muss auch sein. Neben das ernsthafte Arbeiten gehört Spaß auch dabei. Und wenn man dann die Spiele gewinnt, ja, das ist klar, dass dann vor allem nach so einem Spiel gegen Eindhoven 6:2 in Eindhoven gewinnt für eine Mannschaft in Holland, das ist ein Riesenerfolg, bei Ajax zu gewinnen und bei Eindhoven zu gewinnen und dann auch auf diese Art und Weise. Aber ja, jetzt ist wieder ein total anderes Spiel und wir sind gut drauf und vielleicht Schalke ist etwas weniger drauf, aber wir spielen in der Eredivisie in Holland und Schalke spielt in der Bundesliga. Das ist auch eine etwas andere Ebene. Ich meine, das Niveau, der Level ist da etwas höher. Einer, der sich da versucht hatte in Wolfsburg, nämlich ist Chefcoach Steve McClaren. Hier kommt er wieder bestens zurecht, so wie 2010 bei Twentes erster Meisterschaft. Donnerstag kommt Schalke ohne Hüntela, Verfanden, Hövedes. Wie optimistisch sind die Gastgeber? Aber Schalke kommt mit Raoul, mit Obasi, mit Draxler, mit Jones. Naja, und das sind auch alles Topspieler. Und das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Twente und Schalke. Wir haben vielleicht, zwischen 10 und 15 Topspieler und Schalke hat über 20 Topspieler. Wir können vielleicht was machen gegen die, weil die Tore von Hüntela vielleicht fehlen. Aber ich glaube, die Tore von Hüntela werden mehr gefragt in Gelsenkirchen als vielleicht morgen. Die Null muss stehen nämlich. Woher kennst du das? Ja, das ist hier so ein Teil vom Gehirn, da ist es richtig rein, auf die harte Platte ist es rein gemacht. Seit 1965 gibt es Twente erst. Der große Traum, einmal Meister zu werden, hat sich schon erfüllt. Seit dem 6:2 in Eindhoven sind sie auch diese Saison wieder Favorit für die Eredivisie, auch am Donnerstag. Ich kenne natürlich Hüppe, der versucht da keine Tore zu bekommen und es für uns schwierig zu machen, das Spiel aufzubauen, vielleicht einen Konter zu machen. Kann ja auch mit Obasi, sehr, sehr schnelle, super Konterspieler. Wir hoffen kein Tor zu bekommen, auch. Und vielleicht der eine oder andere zu machen. Weil ich rede jetzt, weil ich über einen Tipp nachdenken muss, ich sage 1:0 Twente.